Na? Ja, wo bin ich denn hier? So, jetzt habe ich aber doch immer noch was, was ich hier zerlegen kann. Weil dann bekomme ich auch Leder raus. Und ich level halt meine Metzgerei ein bisschen mit. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level ist meine Metzgerei gerade. Hallo. Hallo. Hoi, hoi. Ich bin runtergefallen. Da war plötzlich kein Fußboden mehr. Wo? Hinter deinem Haus. Ja, ich... Hinter meinem Haus? Ja, ich habe mich ausgelockt und stand plötzlich schräg auf der Rampe. Oh, das meinst du? Ja, ja, ich habe Rampen gebaut und ein großes Lager, weil das war irgendwie problematisch mit dem mit der Forschung und dem kleinen Lager. Das hat nicht gepasst. Ja, du bist aber ganz schön weit gekommen. Hast du das mit der Landwirtschaft ausprobiert? Was sollte ich ausprobiert haben? Ob die Sachen jetzt schneller wachsen oder nicht? Ich hatte bei dir jetzt noch nichts abgefahren, aber ich kann gleich mal bei mir hinten am Feld gucken. Hier in der Truhe liegen 3 neue Bücher drin. Oha. Die andere Truhe. Ich habe die extra darüber gelegt, damit man die noch auseinanderhalten kann, was man schon gelernt hat und was noch nicht. Dankeschön. Gern schön. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind Erze. Oh, ja. Da wollte ich auch noch eine Rampe bauen. Danke, gleichfalls. Gott, das ist viel. Hilfe noch eins, das ist... Entbitten, warte. Oh Gott. Okay, die Bäume brauchen anscheinend länger. Da müsste ich nochmal reingucken, ob die auch von dem Crop-Dingsens betroffen sind. Die Pflanzen wachsen definitiv schneller. Zu schnell oder geht das? Ich habe nicht auf die Zeitspanne geachtet, aber meine Tomaten da drüben, die ich am Anfang des Streams abgeerntet habe, sind wieder da. Wie lange streame ich denn jetzt schon? 3 Stunden? Ja doch, das passt. Ja, ist das in Ordnung? Sonst kann ich das nochmal runterstellen. Na, das passt so. Okay. Ja, mit den Bäumen muss ich nur gucken, weil die sind ja... Noch nicht gewachsen. Ja, noch nicht so dolle. Obwohl der da... Den hatte ich gestern gepflanzt. Ja, bei mir sind auch nur, sind die Setzlinge ein kleines bisschen größer geworden. Ja, dann gucke ich da morgen mal rein. Ja, ganz entspannt. Oh. Solche zu bauen. Ist er tot? Oh. Reparieren. Kein Stein mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt noch mal in unsere geheime Mine.
Okidoki. Oh. So. Da bin ich schon wieder. Hi. Hi. Wie hattest du das mit dem Steinbruch da hinten gedacht? Kann ich da einfach wild drauf los abbauen oder hattest du da irgendeinen gewissen Plan für? Du meinst das Loch hier in der Wand? Ja. Der Plan war eigentlich nach und nach mit Rampen immer weiter nach unten zu gehen. Ja. Welche Breite von Rampen? 3 Platz? Oder? Ich glaube, also ich... 3 muss mindestens sein, damit du mit dem Wagen da anständig runterkommst. Ja, genau. Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Also Minimum 3, aber hier muss noch eine Spur Dirt hin, damit der Zaun weitergeführt werden kann. Ja. Dann würde ich mal eben ein bisschen Erde holen und dann würde ich einfach erstmal gerade runterbuddeln, weil wir brauchen gerade ein bisschen Stein für die Forschung. Ja, mach einfach so, wie am besten ist. Jo. Dann schmeißen wir die Landwirtschaft an. Wenn ihr auf der Seite seid und da auch schon wart, bevor ihr online gekommen seid, müsst ihr die Seite dann einmal neu machen, damit ihr seinen Stream anschauen könnt. Dann könnt ihr quasi dual beide Sichten gleichzeitig sehen. Seinen Chat habt ihr dann auch mit dabei. Was machen? So, mit Rampen hat er gesagt, ne? Rampen haben eine 4er-Breite. Oder eine 4er-Länge, besser gesagt. Heißt, ab hier geht's dann quasi einen Block weiter runter. Nur später gibt es ja Autos. Mach lieber gleich 4 breit. Nur als Tipp. Das ist ein guter Tipp. Dann machen wir direkt die 4 hier. Gehen wir hier direkt eine 4er Breite runter. Ja, ich habe warte mal. Darf ich mir Erde klauen? Ja, klar. Da ist ein ganzer Haufen. Oh, perfekt, weil ich habe meinen ganzen Haufen schon komplett verbraten. Oh Gott, was machst du denn damit? Erdrampen. Ah, ja, macht Sinn. Kann ich von hier aus auf meinen Karren zugreifen? Also wenn du den hier oben parkst, kannst du über dieses kleine hier einfach alles verschieben. Okay, perfekt. Dann
Oh, warte mal, kann ich von hier aus vielleicht auch schon auf meinen... Nein, kann ich nicht. Okay, perfekt. Dann setze ich den einmal um. Ja, es macht wahrscheinlich Sinn, hier auch Rampen hinzumachen. Aber jetzt gerade geht es erstmal noch so. So. Alternativ hätte ich wahrscheinlich von da oben auch direkt aus... Nee, Moment, die Erde wird trotzdem zu weit weg sein, hat sich erledigt. Okay. Was habe ich getan? Oh, das war ich. Oh, okay, gut. Ja, aber dann schiebt ihr das ja in das kleine Lager rein. Das wäre ja dann doof. Wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du alles auf einen Schlag in ein Inventar ziehen. Aber zieht er das dann nicht in das aktive Inventar, wo ich gerade drauf bin? Weil ich bin ja jetzt gerade auf dem kleinen Lager drauf. Und da möchte ich das ja nicht reinschieben, sonst macht er mir aus den 5er-Stacks nämlich 3er-Stacks. Du kannst auch so machen. Oder so. Okay, perfekt. Jo. Aber jetzt ist mein Lager voll. Aha. Du kannst hier übrigens, wenn du möchtest, auch einen großen Wagen machen. Ich habe drüben einen Wagenmacher. Ah, cool. Muss man dafür nicht Schreiner sein? Nee, ich meine grundlegende Technik. Ah. Ah, das sollte vielleicht. Steinstraßen. Als Laden. Ja, da müssen wir drauf achten.
Ja, Abend erstmal. No, thank you. And what promotion is Ben? So. Weg kommt da. Oh ja, ich war heute bei der Werkstatt. Und es ist genauso wie du gestern erzählt hattest. Da ist so schwer, okay. Soweit ist alles in Ordnung mit der Karre. Aber die Reifen. Definitiv die Reifen. Aber zum Glück nur nichts Dramatisches. Die müssen halt nur einmal angeguckt werden. Nicht angeguckt werden, sondern Ende der Saison müssen die getauscht werden. Das war's. Ja. Genau. Also ich hab, er hat sich alles einmal angeguckt, hat die laufen lassen. Er ist hellauf zufrieden mit der Maschine. Und das Einzige, was jetzt fehlt oder gemacht werden sollte, ist zum Winter hin einmal TÜV neu, neue Reifen, weil die sollten direkt gemacht werden und einmal alle Flüssigkeiten tauschen. Also so ein großer Service. Jo. Nee, die sind noch in Ordnung. Also er hat gesagt, du siehst an denen nichts und alles gut. Aber da man nicht weiß, wie alt die sind, einfach tauschen. Aber so kann ich erstmal fahren. Sollte ich nicht theoretisch? Ja. Ach, shoot. Ich glaube, ich hätte das wählen müssen. Ungünstig. Also hier fehlt irgendwie der Sprengstoff aus Foundry. Oh ja. Obwohl ich ihn da ja auch erst sehr spät benutzt habe. Vorher schon 5 Jahre durch die Gegend gebuddelt. mir wurde übrigens empfohlen, eine Viererbreite zu machen, weil es hinterher noch Wagen gibt, die mehr Platz brauchen. Ja, und deswegen habe ich hier einen Fünferanschluss gemacht, dann ist es symmetrisch. Geht man einfach mit 5 runter. 3, 4... 5. Ja, perfekt. Dann muss die Reihe hier auch noch weg. So, jetzt erstmal das Wichtigste. Ich habe schon wieder Hunger.
Ja, der hat ja extra drauf geguckt und alles nochmal getestet. Ja, also so viel will ich mit der jetzt auch nicht fahren und auch keine großen Strecken oder sowas. Sondern erstmal nur ganz Suche und mich an das Motorrad gewöhnen. Deswegen alles in Ordnung. Das, ich hab. Ich habe eine Erde zu viel gehabt. Hallo, ich möchte die gerne wieder aufheben. Bei mir war das eine Rampe. Ja, Ah. bei mir auch. Weil ich noch Erde auf der Schaufel hatte. Ah. Ich brauche noch mehr frittiertes Gemüse. Heißt, wir werden jetzt erstmal hier. Oh, wow, okay. Nicht so viel Fett, aber. Ja, gut, na, das habe ich natürlich gesehen. Auch noch mit. Ein Traum. Irgendwas fehlt. Ja. Bei dem einen frittierte Tomaten und bei dem anderen das Erz. Oder frittierte irgendwas halt. Irgendwas frittiertes. Heißt, ich werde jetzt noch mal eben ein paar Tomätchen sammeln gehen. Ach, wir bleiben jetzt bis in alle Ewigkeit hier mit so einer lächerlichen Steinspitzhacke, damit das auch absolut ewig und 3 Tage dauert, der Gesamtfortschritt. Ganz dringend kümmern. Das stimmt schon. Was ist das denn hier? Ach so. Ach so, hier bin ich. Also irgendwie muss man das doch alles hier in die Länge ziehen, oder nicht?
wenigstens ein bisschen weiterläuft. So. Konnten sie das einfach nicht mehr mit ansehen, wie du da mit einer Steinspitzhacke seit 750 Jahren einfach drauf rumklöppelst? Hey, was zur Hölle? Hier geschehen Dinge, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. Es ist Magie. Was? Hey, jetzt mach das doch weiter. Nein, du brauchst was zur Hölle. Warte mal kurz mein Spiel neu in der Hoffnung, dass die Forschung dann weiterläuft. Was machst du denn da? Ich habe schon mal die Forschungspapiere erstellt für die Schmelze und die, was war das andere, für Kochen, genau. So, aber das eine läuft gerade nicht mehr weiter, warum auch immer. Oder kann ich das abbrechen und neu starten? Also es fehlt Erz. Und es fehlt Lagerfeuersalat. Wow, cool. Bei mir stand nicht dabei, dass das Lagerfeuersalat ist. Bei mir, warte mal, hä? Warum ist das denn jetzt noch? Bei mir steht nämlich, wenn ich da draufklicke, fehlt Erz. Ah, okay. Ich starte mal eben ein Spiel neu. Ah, viel Erfolg. Danke. Bäume, Bäume, Bäume. Ach ja, wir haben das Pflanzenwachstum angepasst. Das ein bisschen nach oben gedreht, damit man da auch so ein bisschen vorankommt. Dass das nicht so eine ganze Real-Life-Simulation ist, sondern ein bisschen schneller vorankommt. Wow. Wow. Alter, das kannst du nicht bringen. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier dieses gute alte Schubladendenken, das geht so nicht. Ja, deswegen habe ich es erstmal ausgestellt. Aber vielleicht irgendwann wieder. Je nachdem, wie es läuft im Stream.
Oh Gott, solange... Solange es offensichtlich ist, ist ja alles gut. So sehe ich das. Ohne Scheiß, ey, dieser Hund macht mich fertig hier. Die ist gerade. Die wollte gerade hier drauf springen. Warte, hier drauf springen und bleibt mit den Hinterbeinen quasi hier an der Kante hängen, weil die zu früh abgesprungen ist, beziehungsweise beim Absprung weggerutscht ist. Oh, wie gut. Das ist so richtig dämlich einfach. Oh mein Gott. Das war episch. Ja, man hat nur ganz komische Geräusche hier aus deiner Hütte gehört. Mach mal so. Alles klar. Ich mach mal ganz kurz Pause. Ich bin gleich wieder da. Jo, viel Spaß. Wichtige Frage, hört der Chat mich noch? Oh ja, es funktioniert. Okay. Alle wichtigen Sachen erledigt. Ja. Oh, da habe ich was gefunden. Das können wir doch eben fix machen. Ja. Hallöchen. What? Oh Gott. What geht? Alles fresh bei dir? Das ist super. Und wie geht's euch so? Alles fresh bei euch da drüben? Nein, ich bin nicht besoffen. Ich hab nur, Spaß? Gute Laune? Bist du besoffen? Na, super. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich auf ein heute Dienstag betrunken zu sein. So, ich chat mal mit dem anderen Chat. Ist das jetzt hier eigentlich stille Post oder nicht? Also, bei mir geht's super. Heute wieder eine kleine Runde Motorrad gefahren. Es scheint die Sonne. Beim Festivalgelände ist noch nichts los, aber das dauert noch ein bisschen, bis da das ist. Also, mega. Und freut mich, dass es euch oder dir auch super geht. So. Oh. Wo du sagst, das hat das erste Mal seit der Ausbildung unser ehemaliger Azubi den Kaffee gekocht.
Da könnte ja was dran sein. Also Gewitter ist bei uns zum Glück nicht angesagt und das ist eh maximal nervig, weil bei uns gestern ging die Welt unter. Nee, bei uns soll es nur bewölkt sein. Das war's auch. Aber als ich mit dem Motorrad unterwegs war, ganz entspannt, Sonnenschein, 22 Grad, das heißt, du konntest echt tiefenentspannt fahren. So weit, so gut, wenn er nicht das braune Wasser aus der Flasche. Du willst mir also verklickern, dass er da Whisky mit reingetan hat? Nee. Wow, ich bin zu sch. Es ist zu schwer, ich habe keine Nahrung mehr. So. Super. Maria, seine natürlich. Oh Gott. Ballerst du da ordentlich Klosterfrauen mit Lichtengeist rein oder geht's dir auch gut? So. Guck mal, da haben wir doch was Feines als Eingangsstatue. Kann man noch ein Podest bauen? Kann der Kalkstein? Gib mir einen Moment. Das gleiche ist auch, wenn du die gute alte Werbung von Kölschwasser, nee, oder war das Kölschwasser, geguckt hast? Alter Schwede, ey. Klosterfrauen Melissengeist. Kackgewitterfliege. Sechsundneunzig Prozent, alter Schwede. Das ist doch fürs Auftragen auf die Haut. Packst ein bisschen was auf die Schläfe und bist du breit. Okay. Das ist auch super. Joe.
Nein, du schaust meine Würstchen jetzt so lange an, wie ich das möchte. Das klang falsch und... Möchtest du dich erklären? Nein, sie haben einfach nichts gehört. Das war eine Fata Morgana. Okay. Nur wenn ich dir mein Würstchen zeigen darf. Nein, das will ich nicht sehen. Was zur Hölle geht bei euch falsch? Nichts, das ist eine normale Unterhaltung zwischen Fabi und mir. Okay. Also jetzt zeigt euch gegenseitig die Würstchen in einer Holzhütte irgendwo auf einem Fluss, wo Forschung dran steht? Ja, es gibt wichtige Dinge an Würstchen, die erforscht werden müssen. Okay, ich störe euch immer nicht weiter. Ich gehe in meine Höhle und gehe mich vergraben. Willst du ein Würstchen mitnehmen? Nicht, dass du noch Hunger kriegst. Ich hab selber welche. Oh ja, wunderschön. Guck mal, Fabi, er hat auch Würstchen. Ah, Hilfe. Geil. Mhm. Warte. Nein, du darfst keins von meinen Würstchen haben. Nee, ich sag's nicht. Was? Komm, komm, sag mal. Also direkt komm. Neben meinem Würstchen ist auch eine Eichel. Und das ist noch nicht mal ein Scherz. Damit kann ich nicht dienen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich gehe mich vergraben. Ich könnte dir in deine Würstchen ein Piercing stechen. Oh nee, lass mal du. Ach, schön. Hast du eine Stelle, wo wir Eisenerz herkriegen? Ja, in der Wüste. Ich hatte befürchtet, dass du sowas sagst. Die kann man von hier aus sehen. Ja, geradeaus. Na. Also jetzt ohne Flachs, lauf geradeaus. Warte, ein bisschen nach oben. Siehst du diese drei Löcher da auf der Karte? Da, wo deine Maus ist? Ein bisschen links unten? Ja. Da. Ja, okay. Perfekt. Dann da habe ich schon Erz rausgebuddelt. Jo, bitte. Sehr gut. Ja, das hier ist echt eine Würstchenparty. Eine Party. Okay, ja, geh mal die Wäsche erhängen. Ich glaube, bevor die sich vergräbt, solltest du sie eher erhängen. So. So, wie viel brauche ich eigentlich? Ach, guck mal. Ich kann den Lagerfeuersalat wieder sehen. Warte mal, habe ich davon nicht vielleicht noch sogar welchen? Ganz eventuell. Eventuell.
Okay, ich brauche noch zwei mehr. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber ich habe doch... Okay. ich glaube, der kommt auch immer noch nicht aus. Wie viel Eisenerz haben wir jetzt noch unten drin? Wahrscheinlich gar nichts mehr. Doch, doch, der kommt vielleicht sogar ganz genau hin. Egal, wir holen einfach noch ein bisschen Eisenerz.
gesprochen. Das ist eigentlich Friendly Fire. Also hin. Das ist ja langweilig. Was? Ich hab, also... Nur so. Ich wollte dir nur eine Akupunktur geben. So. Ui. Toll. Danke für die Statuen. Ja, bitte, bitte. Die habe ich gesehen und ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich, die passen zu dir. Aus einem sehr unempfindlichen Grund. Ja, kann ich mir auch gar nicht erklären. Oh lol, da hinten steht ein Wolf. Hast du den ausgestopft? Was? Wo? Was? Wo? Hier gerade rüber. Da steht kein Wolf. Jetzt rechts. Ist links. Ah, okay. Hä? Was? Da. Ach so, der. Nee, der ist nicht ausgestopft. Ja, der hat sich eben gerade die ganze Zeit nicht bewegt, deswegen. Ach so. Versuchst du gerade den Wölfen, also das sieht ein bisschen aus wie, naja, als würdest du aus den Kartoffelpüree machen wollen. Also, vielleicht kommt da was bei rum. Meinst du, wenn du oben drauf drückst, kackt da hinten was aus oder wie? Oh Gott. Ja, irgendwie wird ja Dünger hergestellt, habe ich gehört. Ja, stimmt. Irgendwo muss er ja herkommen, ne? Neu laden und meine Bluetooth-Kopfhörer mal neu connecten geht wieder. Perfekt. Diese nervige Vegetation, geh doch weg. Also, geh weg. Der Punkt an Akupunktur, den würde ich ungern haben. Da hast du ja echt keine Chance. Das ist so eine einmalige Sache und da musst du noch aufpassen, dass du nicht verblutest. Das war der falsche, aber egal. Die zwei Tische hinstellen. Ja, ich mach ja gleich. Hast du schon Töpferei gelernt? Absolut gar nicht. Können wir das überhaupt schon lernen? Oder das müssen wir doch erst forschen, oder? Dafür brauchen wir erstmal ein Buch. Ja, leider. Weil sonst kann man keinen Brennofen herstellen. Um zu backen. Was brauchen wir denn für Töpferei? Wo ist das denn überhaupt? Ja, das musst sowieso du machen, weil du ein Steinmetz hast. Ah, okay. Ja.
Das kann ich gar nicht machen. Moin, Dobermann. Jo, bei mir ist alles klar soweit. Ja und nein. Also, du schaffst die Grundressourcen an und dann kannst du Arbeitsaufträge hinterlegen. Also jetzt hier als Beispiel, ich würde jetzt hier einmal so eine Pochmühle erstellen und einen Waschtisch. Dann kann ich da Arbeit reinstecken. Stopp. Wow. Ich Und hätte doch was gemacht. dann tauchen die einfach hinter einem auf. Nein, Gott, oh Gott, oh Gott. Cool. Sie dürfen hinstellen, wo Sie möchten. Ich wurde vom Chat genötigt, die zu erstellen. Okay. So, ich glaube, die können sogar draußen stehen. Danke, Dobermann, für den Follow. Willkommen im Rudel und schön, dass du dabei bist. Ja, hilf ich, falls, weil ich besoffen. Genau, also du kannst so Habe ich nicht semi-automatisieren. getrunken? Bin mir sicher. Was können wir denn hier? Den Fischereitisch zum Beispiel. Der braucht jetzt Massivholz Ah, du bist. und Holzbretter. Dann kann man die hier einfach das automatisch herstellen lassen. Und dann kann man eigentlich zum Beispiel von hier aus, da das ist ein anderes Lager, was ich habe, einfach die Sachen reinziehen. Und er schnappt sich die Dinge automatisch und stellt die jetzt her. Du könntest natürlich auch einfach die Rezepte dafür starten. Und dann macht er das komplett selbstständig. Das heißt, du bringst eigentlich hauptsächlich immer nur Ressourcen hin. Und auf Dauer wird das irgendwann einfacher mit den Ressourcen. Genau, dann kriegst du hier so einen hübschen Fischereitisch. Genau, und hier geht das dann genauso weiter. Das heißt, du kannst dann hier einfach Sachen herstellen, bringst die Ressourcen hin und der stellt die dann selbstständig her. Das heißt, es ist relativ easy, hier drin Sachen herzustellen. Das Aber ganz Problem ist kurz, halt soll nur, ich du eventuell zu musst. den Endlagern für die Schlacke führen soll? Vielleicht. Halt abbauen. Also du willst hier ein Endlager herstellen? Weiß ich nicht, kommt drauf an, wie tief wir buddeln. Darf ja nichts an die Oberfläche kommen. Ich würde mal sagen, Open End, ne? Okay, cool. Also nächste Mission, Bergbau auf Stufe 7 bringen, was? Ja. Stufe 7 und Beyond.
nicht verstehe. So. Eins, zwei, drei, vier. Ach, shoot. Ja, da müssen wir dann noch einen höher gehen. Kann sich da wer nicht benehmen? Nee, meine Freundin hat den Hund eben trocken gemacht. Die kam vom Spaziergang wieder und hier schüttet es voll. Das hast du bis auf die andere Seite gehört. Ja, ich weiß. Doch, warte, kann ich. Ja, das hier ist echt problematisch, wenn du Sachen suchst. Das Gute ist aber wirklich hier mit der Weltkarte, dass du dir anzeigen kannst, wo etwas wächst. Ich glaube, nur mit dem Erz funktioniert das nicht ganz so gut. Ja, ist glaube ich sogar heutzutage immer noch so. Da bin ich mir aber echt unsicher. Das kann aber gut sein, dass die Erze halt nach wie vor an der Oberfläche wachsen. Okay. So, weiter geht's. Hier geschehen Dinge, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. Ja, ich versuche es zumindest. Also, wir sollen 5 hoch machen, damit wir hinterher mit den Fahrzeugen anständig durchkommen. Ja. Komme ich von hier aus rein zufällig an das Lader dran? Ist ja ein Traum. Na egal.
Vielleicht sollte ich ihm auch eher so die Steine geben. Weil er Steinmetz ist. Das macht wahrscheinlich Sinn. Nee, das ist noch das Schmelzen. Hey, ich hab die doch gerade erst hergestellt. Kann doch nicht wahr sein. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind doch auch noch total viele drin. Warum findet der die denn nicht? Ja, richtig gleich aus. Kann es sein, dass wir für Schmelzen nicht die grundlegenden, sondern die... Ich brauche aber ein Wasserrad. Was? Ich brauche ein Wasserrad. Lass mich raten, das kann nur der Schreiner herstellen. Ich glaube ja. Cool. Weil wir keine mechanische Energie haben. Ich schau gleich mal. Ich muss jetzt mal eben noch mal gucken bei Schmelzen. Braucht man nämlich die Fortgeschrittenen. Und nicht die Einfachen. Einmal das. Könntest du... Geologie? Ja, genau. Die fortgeschrittenen Forschungspapiere Geologie herstellen. Das wäre super. Dun. Auf Twitch oder auf YouTube? Huh. Oh, cool.
Ja, bei mir läuft's natürlich, ne? Aber ich hab dich da. Das ist die Aufzeichnung in besserer Qualität auf YouTube. So, aber ein neues Buch haben wir schon mal. Und zwar Kochen. Aber die wird noch Das wird auch verarbeitet das nächste aktuell. sein, was ich lernen werde. Frag mich Mit Töpfern bekommen wir Tee nicht, warum. Zweistein. Ja, ich es ist fertig, das ist gleich. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hört mich die ganze Zeit. Ich mach mal die Tür zu. So. Cool, wenn man Tür zumacht, hört man einen nicht mehr. Ich höre alles. Ach, für den Joke. Was? Weißt du, was das Gute ist, wenn man die Facecam aktiv hat? Nein. Funktioniert das? Ah, wieso? Blöde Kamera. Warte. Oh ja. Er will nicht mehr. Doch. du, ich hätte dir hier ein Wasserrädchen gemacht. Ist auch nicht so groß. Das ist dieses ganz kleine, ne? Ja, ich weiß schon gar nicht, wo ich es hinplatzieren soll. Wie oder wo? Hä, wie soll das denn? Wo soll ich? Wie? Für die Maschine hier? Ja, und die hier. Und jetzt wird's interessant, weil ich weiß nicht, ob das dann für alle zählt oder nur für einen. Fließendes Wasser, kein Meer. Ja, aber der Fluss hier ist ja fließendes Wasser. Ja, aber ich kann doch nicht dieses Wasserrad irgendwo hin platzieren und dann bekommen die automatisch Strom, oder? So funktioniert das doch nicht, oder? Ja, doch. Zwatschig. Ansonsten müssen wir ein Windrad aufstellen, das kann ich auch machen. Ja, warte, ich mach mal eben das hier. Versuch das da jetzt mal ranzuklemmen. Gleich. Ich muss eben hier noch eine Reihe Platz machen, dann passt das. Aha. Jo, schönen Abend dir und dann gute Nacht und so. Ja. Ja, das hat geklappt. Warte mal, fließt das Wasser hier bergauf? Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber müsste sich das sich eigentlich andersrum drehen? Ja.
Ich hinterfrag das einfach nicht. Ja, jetzt haben die beiden, also zumindest das hier vorne hat Strom. Das hier hinten auch, wunderbar. Ja. Ich hätte auch ein bisschen Eisenerz-Kies oder wie auch immer das heißt. Ja, schmeiß das da rein, einfach rein. Auf geht's. Wenn ich das jetzt da reinschmeiße, ne? Mhm. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen giftigen Schlamm. Wollen wir den schon haben oder sollen wir noch damit warten? Ja, ich würde fast sagen, am besten warten, oder? Ja. Erst entlagert, dann warten. Sagt auch mein Chat. Ja. Sonst haben wir irgendwas, was besonders hässlich hier aussieht? Ich würde sagen, dass Chat immer recht hat. Was? Haben wir irgendwas, was besonders hässlich aussieht? Meinst du einen Landstrich? Ja. Außer die gesamte Wüste, meinst du? Ja, die brauchen wir ja, weil wir Sand benötigen. Tut dem Sand das weh, wenn da ein Endlager steht? Ich glaube aber den Tieren. Brauchen wir die Tiere in der Wüste? Nein, wir machen erstmal ein Endlager. Wir können jetzt sonst hier auch, ne? Ich habe eh immer recht, habe zu viel Erfahrung. Wow. Wir können sonst auch, vor der Küste ist so eine Insel. Meinst du, die sollen wir direkt verseuchen? Obwohl, geht das dann nicht rüber auf die andere Insel? Ah. Die da direkt in der Nähe ist? Ja, kann gut sein. Ja, dann buddeln wir einfach bis ans Ende aller Tage und... Alles klar. Vielleicht sollte ich den Stream dann in Buddel-TV oder so abändern. Nee, das muss, warte, kleinen Moment. Oh, was fehlt denn? Fehlen 3 Geologie. Nein, wir breitet sich aus und solltet beide mehr Lager bauen, da werden so viele Steine bei rumkommen und der Steinmetz sollte die dann auch ein bisschen verarbeiten. Ja. Ich klatsche jetzt einfach so, die Lager, die bestehenden Lager, also die irgendwo rumstehen, die, da packe ich die Steine rein. Ich meine, der braucht die ja sowieso bei sich, also kann ich sie auch bei ihm lagern. Gibt es nicht noch ein größeres Lager? Ich meine, es gibt ein Riesenlager. Das wäre doch praktisch, wenn wir das machen. So. Ich glaube aber, das Riesenlager dauert noch. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir das jetzt auf die Schnelle bekommen könnten. Ja, selbstverständlich.
die man beim Karren schieben und auf Klo sagen kann. Das ist sehr anstrengend, oder was? Jetzt musst du auch raushauen. Klar, hattest du das vor, hast das vergessen und bitte gerne. Ja, genau, danke. Du hast es richtig erkannt. Du brauchst keine Erde mehr, oder? Nee. Gut. Hast jetzt auch keine mehr. Ja, danke schön. Söderlö. Das funktioniert auch. Geil. Oh, wir kriegen Getreidekeime. Eine Keime. Essenslieferung anstellen. So, und dann müssen wir jetzt mit den Asphaltstraßen, Erdram, Stellenstraßen. Oh. Materialien 100%. Super. Und es macht tatsächlich mehr Sinn, von unten nach oben als von oben nach unten zu graben.
angucke, müssen wir erstmal Erde farmen gehen. So, was für eine Tür. Das sind doch die hier im Prinzip, ne? Ich meine, das kann ich ja schon mal machen. Ne, Moment, das macht gar keinen Sinn. Doch, warte mal, doch, ich brauche die vorherigen Upgrades auch immer. Was ist das da? Holzrumpfplanken, die können wir noch nicht machen. Heißt, ich kann erstmal ein grundlegendes Upgrade da reinmachen. Vielleicht sollten wir das einfach für alle Arbeitstische direkt machen. Einfach, weil sinnvoll. Mach gleich 10 von den ersten. Ja, dafür muss ich erstmal nochmal neues Holz holen. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug. Ich mache erstmal 3 und dann gucke ich, dass ich das in die Sachen reinmache, die wir am meisten brauchen. Das ist ein Steinmetztisch. Da wird eins reinkommen. Den Wagenmacher. Und. Hat die halt auch nutzt. Ich meine, ich kann das nicht runter. Stufe 2? Ne, dafür bräuchte ich doch die Schiffsplanken. Ach Moment, die kleine Werft, die kann ich herstellen, aber trotzdem muss ich das dafür forschen, damit ich das auch herstellen kann. Die
Und das da. Ab Upgrade 2 macht es sich bemerkbar. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt als erstes mal da drauf. Ich meine, ich bin ja auch bald Level 13, dann kann ich Schiffbau ja auch machen. Na, Truhe. So. Truhe, 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 Truhe. So, jetzt wird das etwas geschneckt zum schönen Sternenhimmel. Ich glaube, wir müssen noch hinten noch ein bisschen ausbrechen. Ich mache auch direkt mehrere, weil die Windräder kann man ganz gut ab. So, aber wir brauchen Örtel. Was ich für diese Sammelblätter hier brauche. Okay, ich habe noch Mangos, die kann ich bestimmt verwenden. Okay, das kann ich. Durch, das läuft auch weiter. Muss die Werft auch im Raum platziert werden, weil dann habe ich ein Problem. Da muss ich erst ein Haus bauen dafür. Okay. Was brauchen wir denn der Steinmetztisch? Hier. Upgrade. Mach mal da erstmal ein Modul rein, das klaue ich dann gleich eben wieder raus.
Essen das gute Stück. Ach ja, das geht. Tut gar. Jo und doch. Shatter war gebaut und ich muss unten ans Wasser und da wollte ich mit ihnen abklären, wohin. Da, wo Wasser ist? Oh, wow. Was hast du denn gebaut? Ja, ne. Eine Werft. Okay. Kann ich die einfach hier hin machen? Ja. Ist nur die Frage, wie rum? Naja, ist wahrscheinlich egal. Gut, die kann jetzt natürlich noch keiner von uns benutzen, aber egal. Hey. Wo kann man eigentlich Upgrade Stufe 1 herstellen? Am Forschungstisch. Habe ich bei dir einen Steinmetztisch schon reingemacht und bei mir einen Wagenbauer und so. Und deswegen brauchen wir jetzt die Werft, damit wir das Upgrade Stufe 2 herstellen können. Ah. Dafür muss dann aber einer von uns gleich Schiffbauer lernen. Okay. Jo. Dein Karren springt hier andauernd durch die Gegend. Ja, ich weiß. Quirlig, der Kleine, oder? Eher so ein bisschen buggy. Also vom oberen Punkt aus 5 oder vom unteren Punkt aus? Vom unteren Punkt. Ah, also ist das hier schon mal die richtige Höhe? Ach so, nee, dann vom oberen. Ah. Vom oberen Punkt aus 5. Weil sonst würden wir ja quasi gegen die Kante oben stoßen. Ja. Und es wurde gesagt, dass wenn du Fragen hast, in meinen Chat reinschreiben sollst oder sagen sollst oder gucken sollst oder wie auch immer. Okidoki. Da würde ich mal Danke Dragon sagen. War das jetzt einen zu viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, egal. Eins, zwei, drei.
Ja. Fahrzeug umgedreht, ja. Sag bloß. Gut, dass du es mir gesagt hast. Dreh dich um. Mistvieh. Echo neu laden. Nee, ich lade doch jetzt nicht deswegen Echo neu. Echo, stopp! Ah, schön. Ganz toll. Ganz toll. Ich finde schon. Könntest du dich mal umdrehen und gucken, ob mein Wagen bei dir das gleiche... Warte mal, hä? Aber wenn du guckst, hört er auf. Der ist gerade wieder von der Decke gefallen. Ja, ich hab's gesehen. Okay, cool. Kann es sein, dass da oben noch ein so ein kleiner Stein in der Ecke klemmt? Ja. Ja. Oh, jetzt haben wir das Lager missbraucht, okay. Achso, Schiffsbau ist fertig. Yay. Und kochen, was? Warte, schmelzen auch. Schmelzen wäre was für dich. Ja, ich eile. Ja, hopp. Kommen Sie, kommen Sie. Schiffbau, wo haben wir denn hier? Dafür brauche ich massiv Holz. Wahrscheinlich sollte ich mir da unten dann auch direkt ein Lager hinstellen. So, hast du jetzt... Oh ja, du hast Schiffsbau gelernt. Mhm. Oh, ein großes Kanu. Und ein Ankerplatz. So viele Möglichkeiten. Das Rad dreht. Doch, das Rad dreht sich richtig rum. Ja, falsch rum. Ah, nee, richtig rum. Hat sich das eben auch so rumgedreht oder hat sich das anders rumgedreht? Ich glaube, das hat sich schon die ganze Zeit so rumgedreht. Oh wow, ich bin einfach blöd. So.
Hast du noch irgendwo Leinenstoff? Nee, den stelle ich gleich erst her. Ich brauche erst ein bisschen Leinengarn davor. Ah, okay. Weil ich muss hier, wie heißt das, 3 Windmühlen bauen. Ach so, ja, dafür mache ich gerade Leinengarn, um Leinenstoff herzustellen. Ah. Um dann 4 Windmühlen zu machen. Okay, weil ich wollte töpfern lernen. Ja, dann gebe ich dir die 3 und das andere können wir dann noch für die Stromproduktion benutzen. Ah, ja, auf jeden. Ach ja, mein Chef Chat teilt mir mit, du hast mich nur ans Meer gebeten, damit du die Leiche spurlos verschwinden lassen kannst. Deswegen hast du jetzt auch Schiffswerft gelernt und so weiter. Schiffsbau, so. Sag mal, müsst ihr direkt alle Geheimnisse ausplaudern? Oh, das hat Dragon sogar auch geschrieben. Ja, die Chats sind mental miteinander verbunden. Ja, ich merke das schon. Andererseits könnte ich die Leichen aber auch einfach in die giftige Schlacke werfen. Dann lösen sie sich einfach von alleine auf. Okay. Ah. Oh, das dauert lange. Okay. Also das ist eine sehr plausible Argumentation und die macht mir echt Sorgen bei dir. Du meinst, wenn die Flut kommt, dann sind eh alle Beweise verschwunden. Sind die. Wow, Holzrumpfplanken. Ist ja mal nervig. Mhm. Deswegen 2 Upgrades habe ich schon reingehauen. Nee, gar nicht wahr, 1 Upgrade. Wenn du das, was ich bei dir in den Steinmetztisch gelegt habe, wenn du das eben hier in eine Kiste oder so legst, dann kannst du dir das nächste erforschen. Okay, dann machen wir das doch. Theoretisch sollten wir auch genug Holzplanken haben. Ich hole mal eben noch welche. Jo, jo.
Stein. Ja, der Rest sieht aber relativ easy aus. Bei den Upgrades, oder? Ja. Mhm. Ich habe jetzt noch ein grundlegendes Sammeldingpumps da angesetzt. Das brauchst du ja auch einmal. Da fehlt nur noch was. Wie, sind keine Mangos mehr da? Ich werde wahnsinnig. Hast du noch Mangos? Warte. Nee, aber ich habe 70 Rüben. Oder müssen es Früchte sein? Nö. Nein, das geht auch. Stufe 3 ins Forschungspapier kochen. Das geht ja auch easy. Stimmt, dann können wir eigentlich direkt die Stufe 3er machen, ne? Ja, wir können sogar, wenn wir wollen, Stufe 4 machen. Weil dafür brauchen wir jeweils nur ein fortgeschrittenes Geologie und eins Ingenieurswesen. Moment, das fertig gleich. Dann gebe ich schon mal das nächste Zweier-Upgrade in Arbeit. Ich meine, wir können die Upgrades ja erstmal in unsere Stationen reinmachen und wenn wir dann aufwerten, einfach wieder rausnehmen. Ja. Die verbrauchen sich ja zum Glück nicht. Auf jeden Fall. Ja, dafür brauchen wir erst noch ein bisschen Zeug. Oh, das wird ja alles noch richtig lustig werden. Okay, da hat sich immer noch nichts geändert. Also zumindest nicht bei den Erdrampen. Wie viele Upgrades hast du denn? Ich habe ein Stufe 2er gerade genommen. Aber da, ja doch, bei dem Asphaltbeton hat sich was verändert. Da brauche ich nicht mehr drei zerkleinerten Steine, sondern noch zwei. Aber bei den Erdrampen hat sich leider nichts geändert. Ja, du musst mal nach rechts klicken. Paar mehr herstellen. Ja, okay. Ja, stimmt. Wenn man drüber geht, steht da auch, du brauchst 2,25 Erde. Ja. Jo.
großes Feld mit Mais und Tomaten. Oh ja, ich überlege. Dann stellen wir mal ein paar Tomatensamen her. Wieder zurück. Du hast gelernt, stolz auf dich. Ja, ab und zu kommt das mal vor. Ey. Hast du mich gerade ausgelacht? Was? Ich glaube, Tag. Aber ganz gewaltig. Mein Freund. Oh Gott. Ey, du hast meinen Wagen geklaut. Ja, absolut richtig. Ich habe ihn für dich leer gemacht. Ah, weil auf deine Wagen habe ich keine Berechtigung. Oh, sag das doch gleich. Die musst du noch benennen. Stimmt. Ich bin so unkreativ, was das angeht. Und von Tobi Nator will ich auch nicht klauen. Beziehungsweise von Gronkh. Was haben die denn? Mitsubishi. Wow. Ja. Gott, das ist ja schon wieder so maximal schlecht. Was hast du von den beiden denn erwartet? Nicht viel. Ja. Trotzdem untertroffen. Ja. Wow.
Wow. Drückfester. Was denn? Ja, hört sich gut an. Ich wollte schon meinen. Sie haben doch jetzt nichts an dem Namen auszusetzen, oder? Nee, nee. Dann ist ja gut. Nenn ihn nach mir, der Nächste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ich mache hier mal noch die Reihe weg. Außerdem brauchen wir die Erde sowieso. Tomaten anfassen, ja. Ach stimmt, die Tomatensamen sind schon fertig. Krass. Das geht. Die große Frage ist, wäre es sinnvoller gewesen, wir hätten am Anfang vielleicht erstmal nur flach gebaut und dann mit besseren Werkzeugen nach unten, oder? Okay, im Rausche der Geschwindigkeit. So. Was brauchen wir denn hier noch für die Grundlagenforschung? Landwirtschaft. Was fortgeschrittener? Ja, fortgeschritten.
Das wird noch sehr viel tiefer werden müssen. Essen und Dünger herzustellen und einen Flug machen. Ist notiert. Danke, das wäre wahrscheinlich meine nächste Frage gewesen. Dann lass ihn da. Hallo. Ich muss ganz dringend wohin. Viel Spaß beim Wegräumen. Tschüss. Werde verfolgt. Hilfe. 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 Ich hab meinen Stalker. Hilfe. Hey, ich lauf weg. Könntest du da einmal Arbeit in Schreinerei reinstecken? Na klar. Super. Welches ist das denn? Das letzte? Ach nee. Das da. Vorletzte. Jo. Super, danke. Gerne. Tomaten pflanzen. Ich muss mal eben den Hund wieder befreien. Sekunde. Was zur Hölle? Hundi will Aufmerksamkeit. Ja. So ab und zu mal. Merkt man überhaupt nicht. Was?
dass der Hund Aufmerksamkeit will, merkt man nicht. So, wir brauchen jetzt 5 Windräder. 5? Ja. Es waren doch eben nur noch 3. Ja, aber wir wollen ja Upgrade-Stufe 4 bekommen. Guck mal in... Ne, Moment, da sind nur die Stoffe dafür drin. Shoot. 5. Dann brauche ich nochmal 6 davon. Leinengarn. Oh Gott, oh Gott. Die ersten kann ich aber schon mal machen. Also ich kann die sonst auch herstellen. Ich kann nur keinen Leinenstoff herstellen. Ach na dann, liegen die in der Kiste, die, der Leinenstoff. Oh, super. In einer der Kisten. Danke. Jo. Das ist schneller wieder weg, als du gucken kannst. Bricht man sich hier die Schultergelenke? Okay, lassen wir das. Ja, deswegen können wir jetzt hier ein ganzes Weilchen erstmal ganz tief buddeln. Ich glaube, das dauert auch noch, bis wir so tief sind, dass wir da wirklich ein Endlager hinmachen können, ohne dass es Auswirkungen hat. Oh ja. Vor allem, wohin mit den ganzen Steinen?
Verarbeitest du die ganze Zeit schon, oder? Ja. Ups. Ach nee, warte. Nein, stopp. Das war knapp. Ich meine, den kleinen Karren können wir zumindest noch als Lager benutzen. Er funktioniert ja noch. Ja, man kann die auch... Oh, keine Freigabe. Man könnte ganz viele Wagen aneinander rein und dazwischen dann die Ressourcen einfach hin und her schieben. Da braucht man die nicht bewegen. Ja. So, jetzt hast du auch Berechtigung im Wagen.
Auf den hier habe ich noch keine Berechtigung. Die habe ich dir auch gerade gegeben. Okay. Vielleicht auch nicht. So, jetzt aber. Dann können wir das mal ausprobieren. So, ja. Ja, mit dem hier muss ich noch ein bisschen näher dran. So. Okay, ich komme nicht an den kleinen Wagen dran. Ja, jetzt komme ich aber an das Lager vom Steinmetz nicht mehr dran. Da müssten wir theoretisch noch einen zwischenstellen. Nee, ich komme hier ran. Obwohl da... Ja, daran komme ich auch, aber ich komme nicht ans Steinlager. Ja, das ist ja egal. Ist halt die Frage, ob das Hin- und Herschieben nicht länger dauert, als eben mit dem Wagen hochzufahren und es wegzubringen. Ja. Wahrscheinlich schon. So geht schneller, wenn man alles verschiebt und nicht alles einzeln. Ja, aber ich muss auch dann sowieso immer hochlaufen. Ja gut, ich meine, voilà, meine Spitzhacke ist kaputt. Von diesem Klicken wird man ja auf Dauer bescheuert. Was meinst du? Ich hab keine Ahnung. Nicht nachvollziehen. Nee, ne? Nee. Ich finde, du stellst dich ein bisschen an. Okay. Aber da können wir ja heilfroh sein, dass wir kein Seven Day to Die spielen. Warum? Kennst du die Pling Pling Plonk Plonk Folge von Gronkh? Nein. Wenn du damit Erz abbaust, mit so einem Bohrer, kommt dort nur so ein Höllenlärm. Und das hat da irgendwie, es gibt da Stundenfolgen von. Ah ja, cool. Also stell dir diesen Sound hier nur mit einer viel höheren Geschwindigkeit vor. Das ist super. Warum auch nicht? Wie folter ich meine Zuschauer am besten? Mhm. Ja, die haben da Podcast-Folgen draus gemacht. Also das war ganz lustig. Ist auch noch voll entspannt. Ja, aber die Geräusche sind schon auf Dauer irgendwie. Ich meine, nichts geht über das Geräusch von Foundry von dem Bohrer. Ja, genau das Geräusch und stell dir das einfach mal stundenlang vor. Ja, nett. Oh. Mir hat das schon Foundry schon gereicht. Cool.
irgendwas war mit Forschung und dass der alte Mann da helfen sollte. Ja, das war, weil ich dachte mit dem Metallurik, dass ich dafür brauchte ich ja die Erze und ich wusste nicht, wo ich die herkriege. Deswegen sollte er die eigentlich holen, aber die ging ja dann doch relativ einfach zu holen, deswegen hatte sich das schon erledigt. Alter Mann? Ich hab gesagt, dass du nicht so viel älter bist als ich. Eine gute Frage. Moment. 32. Ja, das ist nicht so viel älter. Nein, und ich bin noch voll jung geblieben, Digga. Ah ne, Bruder. Bro. Ja. Actually, I'm not that old. Ah ne, warte. Actually, ich bin gar nicht so alt. Ja. Da ist was kaputt gegangen bei dir. So viel zum Thema nicht so alt. Waren bestimmt deine alten Knochen. Naja, das waren die Gelenke. Ja, meine ich ja. Ich kann WD 40 empfehlen. Ha! Ich bin jünger als Drag. Passt. Hast du gehört? Ja, ich bin jünger als Dragon, das passt also. Ja. Aber Dragon, dann musst du mich mal hören, wenn ich morgens frisch aufgestanden bin. Das hört sich viel schlimmer an. Bei dir ist auch was kaputt gegangen. Nein. Außer mein Kopf vielleicht, aber das ist eine andere Sache. Darüber reden wir nicht. Wie das einfach ignoriert wird und einfach nur... Hä? Das ist nicht kaputt. Echt nicht? Ich höre die ganze Zeit immer nur Knacken. Okay. Das war tatsächlich ernst gemeint. Okay. Noch ist sie nicht kaputt. Hast du noch ein Stufe 2 Upgrade irgendwo? Ja, bei mir im Wagen nach Hattisch. Okay. Wird gerade zu Stufe 4. Okay. Jetzt ist kaputt gegangen. Oh, okay.
da waren wir eben auf Stufe 4. Du hörst dich übrigens an wie ein 90-Jährigen. Ja, aber nur morgens. So, Obi und Opa, ich gehe mal zur Nachtschicht. Alles klar. Deswegen musste ich gerade lachen. Ja, mein Junge, dann. Sei mal schön brav, kriegst du später noch Karamelle. Ich hab da irgendwo ein wertes Original rumfliegen, dann passt das schön. Vorher ja, vorsichtig. Vor ja, so ein 40 mal aufgeweichtes. Oh ja. Ich wünsche eine angenehme Nachtschicht und dass sie dieses Mal auch stattfindet. Oh. Vielleicht oder auch nicht. So wie letztes Mal. Auf Arbeit reicht. Ekelhaft. Diese Verantwortungslosigkeit. Wie kann man nur Red Bull... Nein, das war kein Call. Alles gut. Und ja, wir sind jung. Glaube ich. Hoffe ich. Aber warum Red Bull? Ich meine, das ist ja nicht nur ungesund, sondern auch noch eklig. Oh Gott. 500. 680. Ups, das war ich nicht. Oh, schon wieder zu hungrig. Für den guten Bördel müssen wir hier natürlich alles abarbeiten. In der Hoffnung, dass wir da gut vorankommen.
Aber irgendwie lassen wir den Pegel sinken. Ich weiß nicht, ob das so ganz gut ist. Ich glaube, ich soll mal ein bisschen was bauen. Nice. Stehen, Metz. Jo, danke schön, Roviventus. Das werde ich mir gleich mal angucken. Auf jeden Fall, oh Gott, auf jeden Fall der Megatipp. Entschuldigen Sie? Ja. Die Lager sind voll. Was machen wir denn jetzt dagegen? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier eine Mauer baue, aber... Warum bauen Sie eine Mauer? Wollen Sie etwas aussperren oder drin behalten? Ich will es eigentlich nur hübsch machen. Naja, gut, okay. Alter Schwede. Meinst du, wir sollten mehr Steinlager machen? Ja. Du meintest, wir können die aufeinander platzieren, richtig? Ja, eigentlich ja. Ich weiß nur nicht, ob dazwischen dann noch was gebaut werden muss.
Was meinst du damit? Das obendrauf muss auch noch erforscht werden. Verdammt. Meint er den Stacheldraht oder die Schnellschussanlage? Ah, er meint den Stacheldraht. Und ich denke immer so nett und denk mir nichts dabei. Wenn man da oben drauf nicht dann theoretisch, wenn man die nicht mehr aufeinander stellen kann, einfach eine Schicht aus Steinen machen. Also jetzt nicht die, also die hergestellten Steine von dir. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann da oben drauf noch ein Lager. Das müsste doch theoretisch funktionieren, wenn wir irgendwie da hochkommen. Ja, ich glaube eigentlich schon. Müssen wir mal ausprobieren. Ach, du meinst die Riesentarantel? Die. Oh Gott. Es gibt einen Arachnophoben-Modus. Ja, so schlimm ist es noch nicht, aber. So, komme ich jetzt von hier da drauf? Wahrscheinlich nicht. Ah, fantastisch. Ich muss mal kurz dein Haus hier als Sprungschanze missbrauchen. Ja, alles gut. Ah. Wenn ich jetzt nicht so unfähig wäre. Kann man denn so viel Hunger haben? Ja, die Leute hier haben unmenschlich Hunger, ey. So. Wenn ich so viel essen würde, würde ich aufgehen wie so ein Hefezopf. Ich glaube, es gibt auch Lagerhäuser. Also ich bin der Meinung, du kannst noch 2 Stufen größere Lagerhäuser bauen. Also von einer Stufe größer weiß ich. Okay. Warte mal, kann ich von hier aus nicht auf das andere zugreifen? Wo? Doch, kann ich, wunderbar. Das baust du aber schön. Ja, funktioniert nur leider gerade irgendwie. Hä? Warum kann ich den Kackblock denn jetzt nicht mehr anvisieren hier, Kruzifix? Hilfe. 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 Zur Hölle. Ups. Hast du noch ein Lager? Nö. Ach so, doch. Ja. Ich kann sonst das hier eben gleich abbauen.
Ich würde vielleicht tatsächlich beide nehmen, oder? Dass wir das hier noch erweitern und da auch noch ein Lager drauf machen. Hm. Gibt es sowas wie Leitern oder so, dass man da irgendwie hochkommt? Ich meine, theoretisch muss es ja auch irgendwie Treppen geben. Ja gut, ich könnte Rampen machen, ne? Naja, es gibt, glaube ich, auch Treppen. Ah, einer im Chat gerade geschrieben, es gibt noch zwei größere Rampen. Lager, nicht Rampen. Ja, okay. Gut, aber die werden wir wahrscheinlich dann auch erst später freischalten. Da werden wir jetzt noch nicht so ganz dran kommen. Nee, gehe ich auch davon aus. Alter, ist das schon tief geworden. So, ich mach mal eben eine ganz fixe Pause. Bis gleich. Das ist ja gar nicht so cool. Dann machen wir das lieber auf der anderen Seite, wo es nicht über den Weg ragt. Doch hier bestimmt irgendwo. Hier. Kann ich doch noch ein großes Lager machen und das auch noch da unten draufstellen? Kann ich nicht, weil er kein Holz hat. Das halte ich für eine Lüge des Lagers einfach nur freigegeben.
So, dann hat man hier noch Möglichkeit, dran vorbeizugehen. Dann mache ich nur mal... schaffe ich nur... Okay. Schaffe ich nur mal eine Möglichkeit, dass wir da anständig hoch und runterlaufen können. Da habe ich wohl ein Mikrofon nicht gesperrt. Wunderschön, oder? Ja, auf jeden Fall. Gott, oh Gott, oh Gott. Dragon meinte eben, dass alte Leute das kennen. Kennst du Muckefuck? Das war mal eine Kneipe bei uns. Nee, das meinte ich nicht. Was ist denn das? Vielleicht kenne ich das unter einem anderen Begriff. Löslicher Kaffee. Oh ja. Also Kaffee, Muckefuck. Ja, ich kenne das nur unter Kneipe. Okay. Gott, wir haben viel zu viel. Sag das nicht zu laut, es ist schneller weg, als du gucken kannst. Ja. Mit Stein kann man Treppen bauen. Unter den Bauoptionen mit Massivholz kann man Leitern bauen. Unter den Bauoptionen. Welche? Ach so. Hä? Jetzt habe ich Schluck auf perfekt. Ah, okay, gut. Ja, Treppen gehen auch. Cool, dankeschön. Weißt, was traurig ist? Was denn? Wir sind hier jetzt auf Höhe 66. Und wir haben so viel gebuddelt. Ich kann's gar nicht wissen. Und kommen auf sagenhafte Höhe hier unten auf 57. Ich glaube, ich werde, wenn ich zwischendurch mal nicht streame, mich da dran setzen und einfach nur buddeln. Die ganze Zeit. Da mache ich mir Musik auf Ohren und dann buddel ich einfach die ganze Zeit. Ja. Oh, das ist ja schlimm. Ja. Ich streame ja dann auch erst wieder Donnerstag, aber dann würde ich dann morgen Abend wahrscheinlich zwischendurch ein bisschen buddeln kommen. Ja. Was hast du angestellt? Mein Karren ist weg. Oh. Ich habe ihn aufgehoben und jetzt ist er weg. Also ich habe versucht, ihn aufzuheben. Ich nehme deinen. Nein, ich kann deinen nicht nehmen. Der ist gesperrt. Mein Karren ist weg. Und der ist auch nicht unten bei dir in der Leiste drinne? Nein. Da hätte ich ihn erwartet, nachdem ich ihn abgebaut habe, aber irgendwie... Und sonst landet der zwischenzeitlich auch im Inventar.
nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, Scheiße. Ich hab da ein Problem. Okay. Ich probiere das jetzt nochmal. Nein, der ist auch weg. Ja, dann ist er bei dir im Inventar. Ah, nee, der ist jetzt bei mir im Inventar, ja. Aber der andere nicht. Ja, das ist deiner. Naja, wenigstens ist er wieder da. Schneiderei habe ich dann auch gleich gemeistert. Beziehungsweise, wenn ich morgen wieder onkomme, weil ich habe jetzt noch einen Auftrag, beziehungsweise zwei Aufträge, die insgesamt 2 Stunden dauern. Oh Gott. Bis sie fertig gecraftet sind. Hast du dir das jedes Mal Erfahrungspunkte. Upgrade-Modul rausgenommen? Nö. Stufe 4? Nö, hatte ich noch nicht. Oh, da ist ein Grundlagen-Upgrade Stufe 3 drin. Ja, jetzt brauche ich nur noch 1,65 Erde pro Rampe. Hey! Kann man bei den Steinen einstellen, dass die mehr verbrauchen als so? Weil irgendwie müssen wir die Steine halt wieder wegkriegen. Gerade werden verbraucht. Oh, 1,5. Ne, 1,05, so. Hey, dafür können wir dann jetzt schön bauen. Ja, das stimmt. Ach so, Moment, das ist ja das falsche Lager, von dem ich gerade umlager. Ich bin ja auch doof. Ey, du darfst das nicht so, hier rausnehmen. Da oben. Genau, jetzt haben wir die Steinchen nämlich auch getrennt nach Farbe. Einfach, weil es schön ausschaut. Okay. So, ich glaube, ich mache aber mal ein bisschen Platz in meinem Inventar. Dann gehe ich jetzt ein bisschen jagen, damit ich Kalkstein also für. Okay, ich mache hier jetzt gerade aus Silikat Sand. Also ich habe hier den zerkleiner gerade den Sandstein, damit ich Silikate bekomme für Sand. Und dann habe ich hier auch schon den Mörtel eingestellt.
So. Nice. Kann ich Brandkalk? Kann ich das herstellen? Zement brennen. Von Gott. Wahrscheinlich kann ich das dann hier, ne? Gesund sind.
So, wie schaut es denn hier unten aus? Hey, da bist wolkig. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir da ganz weit unten sind. Mhm. Macht es vielleicht Sinn, hier einen freizulassen, damit wir da hochgehen? Also. Achso, ja. Dass man hier wie so ein Trampelpfad so einen Weg hinmacht. Ja, da brauchen wir ja später eh nicht mehr hin. Ja, stimmt auch wieder. Zumal wir das ja zwischen den Lagern einfach so hin und her schieben können. Ja, genau. Dann müssen wir uns auch irgendwann noch einen Platz aussuchen, wo unser Zentralriesenlager hinkommt, ne? Ja. All die Zentrallager, ich sehe es schon kommen, ich mache das Schild dafür. Wow. Zerbricht der einfach. Fortgeschrittene Kochkunst. Aber hier muss es ja noch irgendwas geben. Mit dieser fortgeschrittenen Holzverarbeitung. Also quasi das hier, Verbundholzstoffe. Fertigungsbuch, Verbundholzstoffe. Zeit unerforscht, benötigt Mechanik. Genau, dann schalten wir da nämlich noch nach und nach neue Sachen frei, die wir jetzt noch gar nicht erforschen können. Vielleicht macht es aber durchaus Sinn, hier auch nochmal zwei neue Truhen hinzustellen.
Das mit dem Kies war eine super Idee. Feuerkochen ist auch in Anführungszeichen erst Stufe 5. Aber wenn ich hier jetzt die ganzen Würstchen herstelle, kann ich irgendwas anderes mit den Würstchen machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, dann werden die jetzt gebraten. Ich habe voll den Hardcore-Verbrauch für, wie heißt das gleich noch, für Sandstein. Ich habe in deinem Chat schon gelesen, zum Verarbeiten für Mörtel, oder? Ja, und ich habe Kiesstraßen hergestellt, die kann man zu Rampen machen. Und damit ist fast der gesamte Sandstein weg. Ah, ja gut. Ich habe ein paar Erdrampen gemacht. Das Ding ist, der Karren ist jetzt voll. Hilfe. Nein, ich bin nicht besoffen. Ich kann das. Nein, hör. Hör auf. Brems. Da sind auch noch so viele drin. Wir haben mittlerweile echt viele Erdrampen. Ja, wenn du Wagen abbaust, setzt du die Besitzurkunde wieder zurück. Oh. Ja, nur so. Sie dürfen wieder. Nee, bei dem Wagen hier. Ach so. Ich dachte, weil es dein eigener war. Nee, den hast du mir geklaut. 3, 2, 1, meins. Ja. Super. Also, mal eine ernsthafte Frage, ne? Ja. Bei dem schlechten Werkzeug, was wir haben, so blöd gesehen,
Macht es nicht mehr Sinn, wir bauen erstmal nur einen kleinen Tunnel nach unten, der nicht ganz so hoch ist, und erweitern den dann einfach später? Ja, wahrscheinlich schon, aber was macht das Werkzeug für einen Unterschied? Ja, hast eigentlich auch recht. Weil ich hau ja, de facto hau ich ja nur einmal drauf. Auf ja. Den Stein. Ja, hast recht. So, und wenn ich glaube, wenn wir Stufe 6 erreicht haben beim Bergbau, dann können wir auch auswählen, dass diese großen Stückchen nicht mehr da sind. Mhm. Dass die automatisch alle klein gehackelt werden. Ich bin auch gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ich bin schon Stufe 5 und ein bisschen. Ja, ich bin Stufe 4 und ein bisschen. Aber ja, das wird morgen ein fröhliches Hacken. Ja. Aber ich, ja, vielleicht reicht es erstmal, wenn wir das auf dreier Höhe machen und dass wir dann hinter bei fünfer Höhe hochgehen. Ja. Oh, das geht dann doch schon ein bisschen schneller. Auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt Feierabend machen. Ja, ich auch. Weil das ist schon nach 10. Mhm. Tja. Das darf Zukunftslea wegräumen. Die Steinstraßen sehen ja schon schöner aus, ne? Ja. Danke. So. Dankeschön. Ich wünsche auch eine gute Nacht und schlaft gut. Und ja, dann sieht man sich auf jeden Fall morgen wieder. Da wieder zur regulären Zeit. Ich bin gerade irgendwo Level abgekommen. Ah, ich habe einen Stern bekommen. Und genau. Mal kicken, wie wir dann jetzt hier vorankommen. Und ja, danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Und schönen Abend, gute Nacht. Dann sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder. Blacksmith und so kümmern. Also, tschüss und auf Wiedersehen.